So, wir sind zurück von der Walsafari. Ja, ob man die machen muss, Ansichtssache. Man sieht ein bisschen was von den Walen, die mal hochkommen und Luft holen und dann wieder abtauchen. Ansichtssache, wie gesagt. Jetzt gibt es einen leckeren Kaffee. Wir wärmen uns auf. Genau. Es ist ziemlich kalt draußen. Wir waren jetzt so lange auf dem Schiff drauf und Ganze 5 Stunden. es schon gut eingepackt, aber trotzdem der Wind, der Fahrwind, und da hat es in sich. Und über diese ganze Zeit, das hat einen dann schon abgekühlt. Und jetzt wärmen wir uns auf mit selbstgemachten Kaffee, Latte Macchiato. Und wir haben hier erste Süßstückle gekauft in Norwegen. Die hatten mich total angesprochen. Die sehen auch gut aus. Die sind irgendwie gefüllt mit einer Nougat-Füllung. Und die lassen wir uns jetzt schmecken. Genau. Also, jetzt genießen wir den Kaffee und dann sehen wir uns weiter. Ja. Bis bald. Bis bald. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim 6. Teil unserer Nordkap-Reise. Wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir es geschafft, eine Walsafari zu machen. Dazu gleich mehr. Jetzt verlassen wir Andenes und fahren die nächste Landschaftsroute ab auf der Insel Andøya, wo wir gerade auch sind. Diese ist noch einmal 141 Kilometer. Andøya ist bekannt für die Multebären, da sich hier das größte zusammenhängende Moorgebiet des Landes befindet, etwa 263 Quadratkilometer. Wie ihr seht, ist das Wetter nicht mehr so berauschend. Es regnet immer wieder. Und gestern war es auch nicht besser. So, jetzt zurück zu unserer Walsafari. Wie im letzten Video angekündigt, sind wir ja abends zu dem Walsafari-Zentrum gefahren und haben dort übernachtet. Die Spannung war groß, ob wir eine Walsafari mitmachen können, da man ja alles im Voraus buchen muss und wir ja gar keine Freunde von festen Buchungen sind. Brigitte ist am nächsten Morgen zum Ticketschalter gegangen und hat nachgefragt, ob es noch Karten gibt. Die sagten, es sei noch ein Platz frei. Naja, wir wollten das ja schon gemeinsam machen. Brigitte hat dann mit der Dame am Schalter ausgemacht, dass sie uns anrufen, wenn noch ein Platz frei wird. Anschließend haben wir gemütlich gefrühstückt, waren mit den Hunden spazieren und kurz nach 11 Uhr klingelt das Telefon. Wir sollten vorbeikommen, sie hat noch einen Platz frei. Ja, was soll ich sagen, die Freude war natürlich groß, dass es geklappt hat. Die Hunde hätten auch mit dürfen. Aber da es eh verregnet war, hatten wir uns entschieden, sie im Wohnmobil zu lassen, was sich im Nachhinein als goldrichtig erwiesen hatte. Das wäre nur Stress gewesen für die Viecher. So, und um 13 Uhr ging es dann los. Zuerst gab es eine sehr informative Rundtour im Waldzentrum mit Besichtigung eines Pottwalskeletts. Anschließend fuhren wir mit einem kleinen Boot hinaus auf See. Circa 40 Personen waren an Bord. Es gab Kaffee und Kekse und spezielle Tabletten zur Magenberuhigung. Also, wer seine Seefestigkeit testen möchte, ist hier genau richtig. Auch wenn die See sehr ruhig aussah, mit noch so harmlosen Wellen, war das ein Geschaukel, mein lieber Mann. Okay, die Wale sind in Sichtweite. Hier eine Walfamilie. Das Abtauchen eines Pottwals. Und das Ausblasen. Hier sieht man, wie weit wir rausgefahren sind. Nach der Safari gab es dann eine Teilnehmerurkunde zur Erinnerung. Ja, inzwischen sind wir jetzt an einem erstaunlichen Rastplatz angekommen. Bukkekjärka. Keine Ahnung, wie sich das richtig ausspricht. Auf jeden Fall ist das hier eine erstaunliche Architektur.
Hier gibt es Toiletten, die komplett verspiegelt sind und mit Panoramasicht nach draußen. Von draußen kann man nicht hineinsehen, da es Spiegelglas ist. Wer auf dem stillen Örtchen gerne das Geschehen draußen beobachten will, ohne dabei gesehen zu werden, der muss unbedingt herkommen. Nach dem Bestaunen der seltsamen Toiletten erkunden wir ein wenig die Landschaft hier, denn die ist auch nicht zu verachten. Trotz trübem Wetter sind wir beeindruckt von dieser schönen Landschaft. Bei schönem Wetter wäre es natürlich viel schöner. Aber wir hoffen ja, gutes Wetter auf den Lofoten zu haben, wo wir bald als nächstes hinfahren wollen. Wir vertreten uns hier noch ein wenig die Beine und entdecken auf der anderen Seite des Felsens einen Aussichtspunkt. Und weiter an der Spitze des Felsens ist ein natürlicher Unterstand. So ein bisschen wie eine Höhle. Da sollen scheinbar früher Menschen gelebt haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Bei rauem Wetter und so nahe am Wasser. Nach der Erkundungstour und einer Stärkung im Wohnmobil fahren wir weiter auf der FV974 nach Risøyhamn. Dort fahren wir über die Brücke nach Hinnøya und weiter Richtung Lofoten. Wir sind mal gespannt, wie weit wir kommen und wie das Wetter dort sein wird. Wir sind jetzt auf der Brücke am Nøybrua von Risøyhamn nach Dragnes und damit auf der 82er. Das Wetter wird eher schlechter als besser. Hinten sieht es aus, als kämen wir in einen richtigen Regenschauer. Naja, wir hoffen aber trotzdem auf besseres Wetter. Es ist nur echt schade, diese Landschaft bei Regen zu durchfahren. Aber was soll man machen? Warten, bis die Sonne scheint? Wäre natürlich schön, aber die Zeit haben wir leider nicht. Noch nicht. Da müssen wir noch ein paar Jahre arbeiten, bis wir uns das erlauben können. Ob wir dann aber wieder hierher kommen? Naja, wer weiß. Wir sind jetzt auf der 85 und hinten sieht man auch schon die Berge der Lofoten. Endlich hat der Regen nachgelassen. Also halten wir mal Ausschau nach einem Rastplatz. Wir biegen hier rechts ab und verlassen die 85 und fahren an der Küste entlang durch Kirkenes nach Sigerfjord. Dort soll ein Parkplatz am Strand sein. Den fahren wir mal an und machen eine Pause. Nach der Pause geht's weiter zu den Lofoten. Das war ein recht schöner Rastplatz, da könnte man eigentlich auch länger bleiben. Aber was soll's, wir wollen ja noch ein wenig durch den Regen fahren. Sonne hatten wir ja genug die letzten Tage. Das könnt ihr in den vorigen Videos sehen, wenn ihr die noch nicht angeschaut habt. Übrigens, habt ihr schon unseren Kanal abonniert? Das solltet ihr tun, denn dann erfahrt ihr immer, wie es weitergeht. Also dieser Umweg am Fjord entlang ist halt eine etwas schmale Straße, aber trotz trübem Wetter sehr schön. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den zu machen. Wir sind jetzt zurück auf der 85 und wie ihr seht, gibt sich der Regen sehr viel Mühe, unser Wohnmobil vom Nordkapstaub zu befreien. Wir haben jetzt keine Lust mehr und da es eh schon 19 Uhr ist, suchen wir einen geeigneten Übernachtungsplatz. Hier haben wir einen gefunden. Der ist nicht unbedingt schön, aber der Untergrund ist Asphalt und das ist ideal bei Regen.
Jetzt gibt's noch Abendbrot, bevor es dann irgendwann ins Bett geht. Also bis morgen. Ja, guten Morgen. Heute wollen wir die Landschaftsroute über die Lofoten machen. Geschlafen haben wir hier gut, obwohl in der Nähe die E10 verläuft. Wir sind ja gestern auf der 85 bis daher gekommen und fahren nun die E10 weiter über die Lofoten bis nach Moskenes. Diese zwei Straßen treffen sich hier nämlich. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Hier auf dem Rastplatz kann man ver- und entsorgen, das haben wir natürlich auch gemacht und auch noch günstig getankt und sind somit für die nächsten Tage versorgt. Ja, nur das Wetter will nicht so richtig mitmachen. Wie ihr seht, ist das nicht besser geworden. Was kann man da machen? Den Regen einfach austricksen? Ob das geht? Eine Lösung hätten wir vielleicht. Brigitte hat festgestellt, dass es in der Nacht nicht geregnet hat. Und laut App soll das für die nächste Nacht wieder so sein. Also kurze Überlegung. Und der nächste ruhige Parkplatz gehört uns. Und da haben wir ihn ja auch schon. Wir machen jetzt den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag. Ob das klappt, das werdet ihr im nächsten Video erfahren.